Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem YouTube-Kanal Quarkstern LS22 Mod-Verstellungsvideo. Heute schauen wir uns den Beagert BBZ760 Ballenanhänger an. Das Ganze geht kurz raus an. Vertex Design ist 7,77 MB groß. Version haben wir die 1.0.0.0, also eine ganz neue Version. Wir haben für PC und Mac nur, das heißt Konsolen leider nicht. Gibt es im offiziellen Ingame-Mod-Hub, alternativ Download-Link unten in der Videobeschreibung. Wir schauen uns das Ganze mal kurz an. Wir haben hier prinzipiell nicht sehr viel zum Einstellen. Standardinformationen haben wir 6,7 Tonnen an Gewicht. Die Ritemax FL 693M als Reifen. Preis sind wir bei 19.500 Euro. Herr Reifenhersteller haben wir in dem Fall BKD. Die ich bis heute nicht weiß, mit eben dann 900 Euro Aufpreis oder eben nicht. Reifenvariante ist dann natürlich auch im Breitreifen, zum Beispiel habe ich für 1500 Euro Aufpreis und beim anderen habe ich nur die Straßendinger. Gut. Auswählen kann ich hier noch das Kennzeichen ändern, wenn habe ich hier keine Änderung an der Stelle noch zu machen zu können. Hier haben wir das schöne Teil. Bevor wir darauf jetzt näher drauf eingehen, habe ich mal so einen Blick und ich sage euch mal kurz, was ihr damit transportieren könnt, beziehungsweise wie viel Stück Ballen natürlich. Grundballen haben wir, die 125 cm passen 22 Stück drauf. 150 cm passen ganze 18 Stück drauf. Und bei 180 cm natürlich dann nur noch 12 Stück. Bei der Quadratballen haben wir hier ein bisschen mehr Auswahl. Wir haben hier bei 120 cm 210 Stück. Bei 180 cm sind wir bei 24 Stück. Bei 220 cm sind wir bei 18 Stück. Sowie auch bei 240 cm haben wir genauso auch 18 Stück, die dann drauf passen dementsprechend. Desto größer, desto weniger passt drauf. An sich muss man sagen, wir haben hier eben genauso wie hier eben Spanngurtfunktion. Haben wir hier überall da, wo es auch vorgesehen ist, können wir dementsprechend Spanngurte anbringen. Wir haben hier auch das Ganze designmäßig so wunderbar. Also ich finde hier absolut keinen Pixelfehler, sonst irgendwelche kleinen Fehler gibt es ja absolut nicht. Beziehungsweise habe ich bis jetzt noch keinen einzigen gefunden. Und ja, das war es eigentlich schon mit dem schönen Teil. Download-Empfehlung geht natürlich raus. 5 von 5 Sternen, ganz klar, brauche ich nicht lang drum herum reden. Download-Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Gerne Abo, Like lassen und Glocke aktivieren, um eben nichts mehr zu verpassen. Ich bin raus, danke fürs dabei sein, haut's rein und ich sag ciao.